Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Heute mal ein kleines Laber- und Infovideo. Es ist abends, ich bin auf dem Weg in den Garten, ja. Heute Mittag bei 31 Grad und bei dieser schwülen Hitze vor allem war es deutlich zu warm, unangenehm. Dementsprechend jetzt nochmal gucken, ob ja alles auch mit rechten Dingen hier im Garten zugeht. Was gibt's sonst zu erzählen? Interessant. Heute habe ich mal einen Tag fruktarisch gelebt. Na, was gab's heute zu essen? 300 Gramm Erdbeeren logischerweise, eine Ananas aus Sri Lanka, eine Mango aus Sri Lanka, drei Maracuja aus Sri Lanka, vier Aprikosen, eine Avocado, zwei Bananen, eine Handvoll Datteln und noch zwei Äpfel. Ja, und man kann es zwar nicht hören, aber wirklich satt bin ich nicht. Ja, das so als kleine Ankündigung. Ich glaube, da kommt demnächst vielleicht mal so eine Themenreihe, dass ich mal so ein paar Sachen ausprobiere oder dem auf den Grund gehe. Und hier hatte ich auch ein speziell stark persönliches Interesse jetzt bei diesem fruktarischen Leben oder sich mal fruktarisch ernähren. Denn ja, vegan finde ich ja ganz schön, aber wirklich nur Früchte essen, geht es? Funktioniert das? Wie fühlt man sich da? Ja, das ist aber nicht das eigentliche Videothema. Das eigentliche Videothema ist, ich will mal wieder ein Frage-Antwort-Video machen. Das letzte Mal, als ich so einen Videoaufruf gestartet habe, dass ihr mir Fragen schicken könnt, ist das Ganze ein bisschen eskaliert. Ja, ich war da auf Maui, Hawaii und ihr habt gesagt, ihr könnt gern Fragen stellen, wenn ihr euch jetzt hier irgendwas interessiert von Inseln. Vielleicht mache ich ja ein Video. Und dann sind so zwei Kandidaten komplett ausgerastet. Einige von euch haben es wieder mitbekommen, haben mich beleidigt. Die obere Garten-YouTuber-Riege beleidigt und in den Dreck gezogen. Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Vor allem, wenn man den zwei Personen eigentlich nichts getan hat und die eine Person kann die nicht mal. Nun denn, ja, hinterlasst mir gerne unter diesem Video Fragen zum Kanal, zu meiner Person, zu Opa. Ihr könnt auch gerne Opa und Oma Fragen stellen. Vielleicht bekomme ich die zwei für ein Video mobilisiert. Aber der Opa, der hat momentan schon so ein bisschen Lunte gerochen oder Blut geleckt. Dem macht es YouTube, glaube ich, schon Spaß. Lese ihm natürlich auch immer fleißig eure Kommentare vor. Und nochmal zu den Kommentaren. Leute, ich kann momentan wirklich nicht auf jeden Kommentar von euch antworten. Es sind einfach zu viele. Liegt natürlich auch an der Uploadrate der Videos. Und jetzt pflücke ich mir noch ein paar Himbeerchen. Ihr wisst ja, fruktarisch heute. Habt ihr das gesehen? Ich habe wieder gefangen beim ersten Versuch. Aber bei den Himbeeren hier hat man auch eine gute Motivation, die gleich zu fangen und nicht auf den Boden fallen zu lassen. Okay, kurzes Infovideo heute hier von mir. Habt es ein bisschen mitbekommen. Ein paar Projekte sind geplant. Vielleicht auch mal in die Richtung Ernährung, denn es gehört für mich ganz entscheidend hier einfach dazu, das Essen zu verarbeiten oder zu konsumieren, denn warum baue ich es denn eigentlich an? Und dass dahinter viele verschiedene Philosophien stecken, das habt ihr jetzt im 21. Jahrhundert, denke ich, mittlerweile alle auch mitbekommen. Frage-Antwort-Video. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich hoffe, es kommen ein paar Fragen zusammen. Wenn hier unter dem Video nicht genug Kommentare oder Fragen zusammenkommen, dann suche ich mir welche von anderen alten Videos raus. Wie gesagt, ich glaube, Opa hat da auch Bock drauf. Versprechen kann ich leider nichts, aber stellt ruhig auch mal Fragen an ihn. Und in dem Sinn danke ich euch wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Projekt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Und für alle, die noch dran geblieben sind, gibt's mal wieder, ha, da ist der Star rausgeflogen, mir noch eine kleine Aufnahme. Ja, ich weiß, ihr habt das schon oft gesehen, das Hügelbeet und die Kürbisse. Aber schaut mal, es funktioniert. Und er wächst jeden Tag ordentlich und, oh Gott, hier hat er sogar das eigene Blatt zusammengedrückt. Das entfaltet man mal. So, in dem Sinn, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Kommentar nicht vergessen. Macht's gut und ciao.